Das vierte Buch Mose, Kapitel 1. Jahwe redete zu Mose. Es geschah in der Wüste Sinai, im Zelt der Gottesbegegnung. Ein Jahr und ein Monat waren seit dem Auszug aus Ägypten vergangen. Er sagte: Ermittelt die Gesamtzahl der Gemeinschaft der Israeliten, geordnet nach ihren Sippen und Familien, Name für Name, Kopf für Kopf, alle Männer, die 20 Jahre und älter sind, alle wehrfähigen Israeliten, mustert sie für ihre Heeresverbände, du und Aaron. Und von jedem Stamm soll euch ein Mann dabei helfen, der ein Sippenoberhaupt ist. Folgende Männer sollen euch beistehen: Aus dem Stamm Ruben, Elizur ben Schedeur. Aus dem Stamm Simeon, Shelumiel ben Zuri Shaddai. Aus dem Stamm Juda, Nachshon ben Aminadab. Aus dem Stamm Issachar, Netanel ben Zuar. Aus dem Stamm Sebulon, Eliab ben Helon. Aus den Stämmen Josefs, für Ephraim Elishama ben Amihud und für Manasse Gamliel ben Pedazur. Aus dem Stamm Benjamin, Abidan ben Gidoni. Aus dem Stamm Dan, Ahieser ben Amishadai. Aus dem Stamm Asher, Pagiel ben Ochran. Aus dem Stamm Gad, Eliasaph ben Deuel. Aus dem Stamm Naphtali, Ahira ben Enan. Das sind die Berufenen der Gemeinschaft, die Fürsten der Stämme ihrer Väter, die Häupter der Heereseinheiten Israels. Mose und Aaron holten diese Männer, die namentlich bestimmt worden waren, und ließen die ganze Gemeinschaft am ersten Tag des zweiten Monats zusammenkommen. Da wurden die Männer in die Geburtsverzeichnisse nach ihren Sippen und Familien eingetragen, Name für Name, Kopf für Kopf, und zwar alle, die 20 Jahre und älter waren. So hatte Jahwe es Mose befohlen. Und so musterte er sie in der Wüste Sinai. Zuerst kamen die Nachkommen Rubens, des Erstgeborenen Israels. Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach Sippen und Familien, Name für Name, Kopf für Kopf, und zwar alle, die 20 Jahre und älter und wehrfähig waren. Vom Stamm Ruben waren es 46.500 Mann. Dann kamen die Nachkommen Simeons. Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach Sippen und Familien, Name für Name, Kopf für Kopf, und zwar alle, die 20 Jahre und älter und wehrfähig waren. Vom Stamm Simeon waren es 59.300 Mann. Dann kamen die Nachkommen Gads. Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach Sippen und Familien, Name für Name, Kopf für Kopf, und zwar alle, die 20 Jahre und älter und wehrfähig waren. Vom Stamm Gad waren es 45.650 Mann. Dann die Nachkommen Judas. Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach Sippen und Familien, Name für Name, Kopf für Kopf, und zwar alle, die 20 Jahre und älter und wehrfähig waren. Vom Stamm Juda waren es 74.600 Mann. Die Nachkommen Issachars. Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach Sippen und Familien, Name für Name, Kopf für Kopf, und zwar alle, die 20 Jahre und älter und wehrfähig waren. Vom Stamm Issachar waren es 54.400 Mann.
die Nachkommen Sebulons. Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach Sippen und Familien, Name für Name, Kopf für Kopf, und zwar alle, die 20 Jahre und älter und wehrfähig waren. Vom Stamm Sebulon waren es 57.400 Mann. Die Nachkommen Ephraims. Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach Sippen und Familien, Name für Name, Kopf für Kopf, und zwar alle, die 20 Jahre und älter und wehrfähig waren. Vom Stamm Ephraim waren es 40.500 Mann. Die Nachkommen Manasses. Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach Sippen und Familien, Name für Name, Kopf für Kopf, und zwar alle, die 20 Jahre und älter und wehrfähig waren. Vom Stamm Manasse waren es 32.200 Mann. Die Nachkommen Benjamins. Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach Sippen und Familien, Name für Name, Kopf für Kopf, und zwar alle, die 20 Jahre und älter und wehrfähig waren. Vom Stamm Benjamin waren es 35.400 Mann. Die Nachkommen Dans. Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach Sippen und Familien, Name für Name, Kopf für Kopf, und zwar alle, die 20 Jahre und älter und wehrfähig waren. Vom Stamm Dan waren es 62.700 Mann. Die Nachkommen Aschers. Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach Sippen und Familien, Name für Name, Kopf für Kopf, und zwar alle, die 20 Jahre und älter und wehrfähig waren. Vom Stamm Ascher waren es 41.500 Mann. Die Nachkommen Naphtalis. Man ermittelte ihre Geschlechterfolge nach Sippen und Familien, Name für Name, Kopf für Kopf, und zwar alle, die 20 Jahre und älter und wehrfähig waren. Vom Stamm Naphtali waren es 53.400 Mann. Das waren die von Mose gemusterten wehrfähigen Israeliten nach ihren Familien, und zwar alle, die 20 Jahre und älter waren. Ihre Gesamtzahl betrug 603.550. Der Stamm Levi wurde nicht mit den anderen Stämmen erfasst. Jahwe hatte nämlich zu Mose gesagt: Nur den Stamm Levi sollst du nicht mit den Israeliten mustern und zählen. Die Leviten sollst du mit der Sorge für die Wohnung des Bundesgesetzes beauftragen und für alles, was dazu gehört. Sie sollen für die Wohnung und all ihr Gerät sorgen, sie tragen und sich um die Wohnung herum lagern. Wenn die Wohnung weiterzieht, sollen die Leviten sie abbauen, und wenn die Wohnung Halt macht, sollen die Leviten sie aufbauen. Jeder Unbefugte, der sich ihr nähert, soll getötet werden. Die übrigen Israeliten sollen sich bei ihrer Heeresabteilung um ihr Feldzeichen lagern. Doch die Leviten sollen ihr Lager rings um die Wohnung des Bundesgesetzes herum aufschlagen, damit nicht mein Zorn über die Menge der Israeliten kommt. Und die Leviten sollen ihren Dienst an der Wohnung verrichten. Die Israeliten machten alles so, wie Jahwe es Mose befohlen hatte.